Immer noch richtete Lisa ihren Blick wortlos in die Nacht. Ja, mir fehlen dazu auch die Worte. Was wolltest du auch zu deiner Verteidigung vorbringen? Marcel hat zunächst auch nichts gesagt, mich nur angestarrt. Ich habe deinen Zettel in seiner Jacke gefunden. Lieder der Nacht für uns gemacht, oh, oh, oh. Sie können oft so viel bedeuten. Danke für diese unvergessliche Nacht, Lisa. Hast du das eigentlich absichtlich gemacht? Sollte ich den Zettel finden? Ah, du Aas, das war Absicht. Hat er sich nicht schnell genug von mir getrennt? Musstest du so nachhelfen? Ich sollte die Nachricht finden, stimmt's? Du wolltest deinen Triumph auskosten. Einmal die Begehrtere, die Geliebtere. Weißt du, was ich glaube? Du hast mich immer schon gehasst. Du wolltest nur mit mir befreundet sein, damit ich dich überall dahin mitnehme, wohin du alleine nicht eingeladen wurdest. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wir wären wirklich Freundinnen, beste Freundinnen. Für immer. Lisas Kopf lehnte sich ans Seitenfenster. Ihr Blick blieb stumm geradeaus gerichtet. Ja, ich bin auch müde. Müde von deinen Lügen. Marcel hat mir übrigens genau erzählt, wie das abgelaufen ist. An dem Abend. Im Bademantel hast du ihm die Türe geöffnet, ihn hereingebeten, weil ich angeblich noch vorbeikommen wollte und er bei dir auf mich warten könnte. Dabei war ich längst zu Hause. Marianne Rosenberg hast du in den Player gelegt, hast ihn mit Sambuca abgefüllt. Du weißt genau, dass er nichts verträgt und bist ihm, der nicht mehr wusste, wo er war und wer du warst, an die Wäsche gegangen. Und das sind dann Lieder der Nacht für dich gemacht? Mehr erwartest du schon gar nicht mehr? Oh Gott, wenn ich dich nicht so verachten würde, könntest du mir leid tun. Irgendwie habe ich es ja immer geahnt, dass du eine falsche Schlange bist.